Hallo, heute zum 11. Türchen geht es nochmal in unsere Hauptstadt nach Brüssel und zwar zu Stummelings. Die waren schon mal 2018 im Kalender und die gibt es seit 2015. Damals haben Dennis und Samuel, die sie schon von Kindheitstagen an kennen, sich gedacht, wir machen eine Brauerei auf. Der eine hat Archäologie studiert und der andere Computerspieldesign oder auch Computerspielprogrammierer und haben dann 2015 angefangen zu brauen und das im Marollenviertel in Brüssel und dann hinter einem Schaufenster. Aber sie haben schon angefangen ihr Bier schon zu verkaufen, bevor sie überhaupt die Genehmigungen dafür hatten. Und deshalb haben sie sich dann so ein Stummelings genannt. Das ist so ein Brüsseler Begriff für unter der Hand und im Verborgenen. Und da sie aber hinter einem Schaufenster brauten, konnte eigentlich jeder auch reingucken. Und so kamen sie dann auch schon auf den Namen vom zweiten Bier, was sie damals gebraut haben, nämlich Curiöse Nöse, also kuriose Nase oder Vorwitznase. Und so sind sie dann bei dem Namen von Stummelings hängen geblieben. Mittlerweile sind sie nicht mehr im Marollenviertel, sondern in einem neuen, wie nennt man es, ein Handwerkshub, so ein bisschen. Ein Green Biz heißt das Ganze. Dort hat man einen großen Komplex gebaut mit Abteilungen für Handwerksberufe. Also da ist schräg gegenüber auch noch eine andere Brauerei, die No Science Brewery. Als ich das Bier holen war, sah ich ganz vorne eine Gin Factory, die demnächst aufmacht. Doch die Brussels Gin Factory, glaube ich, heißt sie. Es gibt einen Blumenladen und mehr verschiedene Handwerker, die sich dann da niedergelassen haben in diesem Green Biz. Und es gibt dann eben auch noch Büroräume zu mieten dann. Und dort haben sie sich dann eingerichtet. Sie haben ein 18 Hektoliter Sudhaus, also 1800 Liter können sie pro Braugang brauen. Das ist dann schon um einiges mehr als das, womit sie gestartet sind 2015. Und jetzt können sie da auf jeden Fall aus dem Vollen schöpfen. Und hier haben wir dann die schicke Mademoiselle. Die schicke Madame von ihnen ist ein Blanche. Und hier hat man in Zusammenarbeit mit einem Cabaret Mademoiselle, auch in Brüssel gelegen, hat man ein Bier entworfen mit Jasmintee. Also ein Blanche mit Jasmintee. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob es wirklich auch nach Jasmin schmeckt. Wie man schon sieht, es perlt sehr schön hier am Rand. Jede Menge Kohlensäure da. Für ein Blanche vielleicht ein bisschen zu klar, aber ich habe jetzt auch den Satz im Glas gelassen. Den kann man sich natürlich, wenn man möchte, mit dazugeben. Und dann sieht das Ganze schon eher nach einem Blanche aus. Zu den Zutaten. Die ganz normalen Zutaten sind hier drin. Und da wird wahrscheinlich auch noch Weizen mit dabei sein. Sonst wäre es ja kein Blanche. Ja, man meint zumindest, es wäre ein bisschen mehr Würze drin, als man sonst von einem Blanche gewohnt ist. Also man hat nur so eine ganz, ganz leichte Orangenschalennote und eben so den Eindruck von Tee. Und da kommt auch so ein bisschen mehr Tee dann durch. Aber eher so dieses trockene Astringente, was man vom Tee eigentlich kennt. Ganz leicht nur das Jasminaroma. Trotzdem hat das so einen Effekt auf dieses ganze Bier, das man sonst eigentlich von einem Blanche nicht hat. Denn man hat direkt so ein bisschen eine trockene Zunge, also einen trockenen Gaumen und möchte dann direkt nochmal ein Glas nehmen. Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass hier kein Standard Blanche im Glas ist. Ich finde es sehr gelungen, mal was anderes hier mit Tee zu arbeiten, mit Jasmintee. Dazu könnte ich mir sehr gut vorstellen, einen Ziegenfrischkäse, einen leichten, eventuell auf einem Schwarzbrot oder so. Oder vielleicht zu einer leichten Vorspeise, ein Salat, eventuell mit Nüssen, mit Walnüssen mit dabei. So ein Caesar Salad,
Das wäre doch eine passende Kombination. Ich wünsche euch damit einen schönen Einstieg ins Wochenende. Morgen geht es ja schon zur Halbzeit. Das 12. Türchen wird morgen aufgemacht. Und dann sehen wir uns auch wieder. Und ich sage schon mal Prost und bleibt gesund. Bis morgen.